Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück. Endlich mal wieder zu einer FIFA 14 Folge Ultimate Team, nachdem die letzte Folge auf meinem Kanal schon ziemlich lange her ist. Wenn man mal das Special, das Abo-Special außen vor lässt. Ja, das liegt natürlich daran, dass ich momentan wirklich privat ein bisschen eingebunden bin und ja, so vor allem so mit der Schule und so viel zu tun habe, Klausurenzeit und so weiter. Ich hoffe da einfach und bitte einfach um Verständnis, dass halt so in letzter Zeit eben wenig bis nichts gekommen ist. Und ich kann auch ankündigen, dass es jetzt besser werden wird in nächster Zeit, weil ich habe so gut wie alle Klausuren hinter mir und jetzt ist auch noch um Himmelfahrt relativ viel Zeit. Ich habe nicht so viel Schule und ja, habe auf jeden Fall wieder Zeit aufzunehmen. Das heißt, wir werden doch umsinnmäßig wieder ein bisschen mehr machen. Und FIFA-mäßig natürlich auch, Cities Motion 2 werde ich hoffentlich auch dazu kommen, wieder was aufzunehmen. Also es wird bald wieder etwas regelmäßiger was kommen in meinem Kanal, aber bitte habt Verständnis, wenn ich mir ab und zu mal da so ein bisschen Pause gönne. Die ist natürlich auch relativ zwangsmäßig, ne? Weil ich habe wirklich relativ viel zu tun. Also da bitte ich um euer Verständnis. Wird demnächst besser werden. Nichtsdestotrotz habe ich mich aber dazu überwunden, weil es natürlich ein ganz, ganz schlimmes aufzunehmen, habe ich mich dazu überwunden. Es sind doch übrigens gerade zwei Meter große Männer, die haben sozusagen meinen rechten und meinen linken Arm jeweils mit einer dicken Kette angebunden an sich selbst und die bewachen mich hier gerade die ganze Zeit, weil ich werde halt sozusagen schon seit 3 Jahren immer dazu gezwungen aufzunehmen von so einem arabischen Scheich und der will halt eben Geld verdienen damit. Aber was ich mir auch nicht gesagt habe, ist, dass ich natürlich gar keine Werbung schalte, sodass der sozusagen die ganze Zeit nur denkt, er würde Geld verdienen, aber eigentlich ist das gar nicht so. Jedenfalls werde ich hier gezwungen und immer wenn ich was Falsches sage oder einen Fail mache und auch bei jedem kassierten Tor bei Ultimate Team, werde ich übrigens einmal ausgepeitscht, aber da ich ja so hart bin, äußere ich das nicht in Form von Aufschreien oder so, weil die Schmerzen kann ich ja locker wegstecken. Mein ganzer Rücken ist auch schon wund. Aber die verstehen zum Glück kein Deutsch hier, also von daher kann ich eigentlich erzählen, was ich will. Es geht nur um die Gegentore und wie gesagt, ich bin ja wirklich so hart, das heißt in einem Video, wenn ich dann Gegentor kassiere, dann merkt man das gar nicht, weil ich halt, wie gesagt, einfach, keine Ahnung, ich bin so resistent, da spüre ich im Prinzip fast gar keinen Schmerz, ne? Aber ja, jetzt wurde ich halt sozusagen gezwungen im Sinne der Einnahmen. Was labere ich eigentlich für einen Scheiß die ganze Zeit? Also man merkt vielleicht, dass ich etwas länger nicht aufgenommen habe, ich bin wieder ein bisschen voller Elan. Ein bisschen glücklich, mal wieder hier mein Headset aufzuhaben. Ist ja, wie gesagt, etwas länger her. Meine Güte, ist das eine Geschichte gewesen. Naja, ist egal. Es gibt nämlich einen großen Anlass, warum ich hier bin. Erste Sache nochmal ganz kurz vorweg. 940.000 Münzen, das kommt daher, dass ich mich ein bisschen überreden lassen habe von mir selbst, mir dann doch vielleicht mal so ein paar Münzen zuzulegen mit Real-Life-Money, weil, ja, keine Ahnung, die ganzen Team-of-the-Season-Dinger, die waren einfach zu. Ja, keine Ahnung. Ich hatte einfach Lust, da mal so ein paar Packs zu öffnen. Einfach just for fun. Auch schon einiges gezogen. Also jetzt nicht mega gutes, aber ja, so ein bisschen war da schon dabei. Und aber das zeige ich dann im nächsten Video, wenn wir dann mal wieder ein Spiel machen werden. Mit meiner leicht veränderten Mannschaft. Sorry, tut mir leid, dass ich gerade ein bisschen aufstoße. Ich habe gerade noch was gegessen. Ja, genau. Und der Hauptanlass für dieses Video ist auf jeden Fall das hier, nämlich das 100.000 Set. Und keine Ahnung, also es ist ja immer so, man ist ja immer voller Erwartungen und dann wird man am Ende sowieso enttäuscht bei solchen Sets. Weil es halt leider nur eins gibt. Wenn man wenigstens 3 oder so hätte, 2 oder 3, dann hätte ich auf jeden Fall sehr viel Erwartung, sehr viel Hoffnung. Aber man hat halt nur 1. Von daher, 24 seltene Spieler, alle Gold, alle selten. Ist halt das Ding, ne? 24 klingt erstmal viel, aber andererseits 24 seltene Spieler. Wie viele seltene Goldspieler gibt es bei FIFA? Also die Wahrscheinlichkeit, da einen blauen zu kriegen und dann noch einen guten blauen. Oder vielleicht auch einen Form, wäre auch schon mal nicht schlecht. Man of the Match gibt es, glaube ich, gerade nicht. Also da ist die Wahrscheinlichkeit noch relativ gering. Aber wir schauen einfach mal, was da so dabei ist. Und auf geht's. Öffnen wir mal. Bin ich gespannt. Team of the Season, Team of the Season. Ja, spann uns nicht auf die Folter. Ich überspringe das aber mit Absicht nicht. Ja, siehst du, kein Blauer ist dabei. Also mal wieder voll die Verarschung. Ei. Song. Ist mit Jose Reyna zusammen der Höchste. Und irgendwer war noch dabei, ne? Wer wurde angezeigt? Hä? Wer ist denn hier gerade aufgeploppt? Fuaku.
Ich weiß gar nicht mehr, wer gerade aufgeploppt ist. Doch, Higuain. Genau, Higuain ist aufgeploppt. Wo ist der denn? Bin ich blind? Da ist er. 84, okay. Ja, in den Transferliste ist sowieso voll. Okay, dann muss ich all diese Spieler hier weghauen. Aber naja, gut. Also es ist wie schon erwartet eine große, große Enttäuschung. Ich erhalte zwar 15.000 Münzen für den ganzen Couples hier. Beziehungsweise, nee, ich packe erstmal das ganze Zeug hier in den Verein. Und das hier haue ich weg. Dann kriege ich 6.000 Münzen. Und damit das Video nicht allzu kurz ist, können wir einfach noch, sagen wir, alle guten Dinge sind drei. Drei von diesen Sets öffnen einfach hinten dran, weil da hat man teilweise mehr Glück als bei diesen 100.000er Sets. Ja gut, aber das ist natürlich auch nicht immer der Fall. Oh Gott, zwei Silberspieler, meine Güte, das kann ich gerne behalten hier. Artist, Chemiestil behalte ich auch mal ganz gerne, keine Ahnung warum. Und naja, das hier habe ich sowieso schon. Also aussortieren und gleich das nächste Pack hinten ran. Premium Gold Set. Ich kann das übrigens gerne mal öfter machen, etwa so Pack-Opening-Folgen. Wie gesagt, ich habe jetzt das Geld. Aber das mache ich dann wirklich nur, wenn es auch mal so Special Sets gibt. Eieieiei. Das schmerzt. Wenigstens 2000 Münzen. Ein sehr geringer Trost. Naja, und genau, also wenn dann wieder, es kommen ja immer jeden Tag, ist immer irgendwas Neues dabei. Naja, und da kann man halt irgendwie dann schauen, dass man da mal was macht. Ja, okay, also das, an sich wollen wir das jetzt erstmal vergessen. Agbon Lahore. Agbon Lahore. Und Hawk Chemiestil, der Rest ist wieder zum, das kann ich ja auch noch nehmen, aber davon habe ich inzwischen so viele. Naja, okay, aussortieren und dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuhören. War leider eine Enttäuschung, aber in der nächsten Folge zeige ich euch dann, was ich da alles schon gezogen habe in diesen Team of the Season Packs. Und auch so generell, was ich alles so gezogen habe. Und ja, dann erstmal danke fürs Zuhören. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.